Heute mal keine Begrüßungsgeste, sondern direkt Kampf. Und ja, ich suche einfach mal, ob ich den... Ja, okay. Also sobald die sich umdrehen und ihr Schild oben haben, mache ich dem quasi überhaupt keinen Schaden mehr. Diesen Rittern, die hier eben im Schloss Drangleic unterwegs sind. Also das hat scheinbar relativ viel Spell Resistance. Aber von hinten kassieren sie ganz schön. So, dann zeige ich mal hier noch eine Tür. Einfach ein leerer Raum, da ist wirklich nichts drin. Also auch kein Geheimgang oder sowas. Wichtig. Diese großen Türen hier sind zu. Beide. Also da gibt es irgendwelche Bereiche vom Schloss, wo man nicht hin kann. Und hier sind wieder welche von diesen Schwertkämpfern drin. Diesen königlichen. Der andere lauert hier, genau, rechts um die Ecke. Aber auch die kann ich unbalancen und dann geht das schon. So. Hier sehen wir schon, möchte jemand beschworen werden. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von irgendwelchen Bossen jetzt. Ich hoffe, man hört übrigens gerade nicht den Zug im Hintergrund, der hier gerade vorbeifährt. Doch. Hört man? Ja. Shit, da muss ich mein Fenster zumachen. Müsste man dann vor einer oder zwei Folgen auch schon mal gehört haben. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, da habe ich nichts gehört. Ja, doch, das ist eigentlich immer gleich laut. Die fahren nicht unterschiedlich laut. Gut, kann ja prinzipiell, dass da irgendwie der Wind anders stand und so oder so, ja, ich weiß bestimmt. Es nicht. So, hier ist erstmal noch eine Tür. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz? Ja, haben wir immer noch nicht, auch wenn wir mittlerweile im Schloss sind. Und jetzt kommt einer der spaßigsten Räume im ganzen Spiel. Du kannst dir mal gerade kurz überlegen, wovon du jetzt die nächsten 15 Minuten berichten willst, weil ich werde mich konzentrieren müssen und diese Dinger hier töten. Ich soll jetzt 15 Minuten über irgendwas berichten? Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe auf K. Nee, ich denke nicht. Heute müsste, was haben wir denn heute? Wir haben jetzt zwei, heute müsste der 11. sein, oder? Heute müsste der 11. sein. Was haben wir heute von Datum? Also wir haben... Den 9. Also wir nehmen am 9. auf. Es müsste heute schon der 12. sein, wo das rauskommt. Also heute ist der 11. oder 12., das heißt die E3 ist... Eigentlich müsste der 12. sein. Dann ist die E3 schon fast vorbei. Da haben wir auch in WoW schon drüber gesprochen. Aber Dark Souls-mäßig, was können wir denn über Dark Souls erzählen? DLCs haben wir abgehandelt. Ich bin tatsächlich über die DLCs, ich bin am meisten auf diese Eiswelt gespannt, muss ich gestehen, weil das ist ja sowas, was so was komplett fehlt. Im Trailer sieht man ja am meisten eigentlich diese versunkene Stadt, weil das eben auch der erste Teil ist. Sieht an sich auch ganz cool aus, aber... Ja, mich interessiert am meisten die Eiswelt. Und was ich interessant finde, oder was mich noch interessieren wird, wie die dann wirklich zusammenhängen. Ob das wirklich eine komplett zusammenhängende Story ist. Weil ich meine, es geht ja um 3 Kronen. Und ich gehe schon davon aus, dass es zusammenhängend wird. Aber auch, ob man von einer Welt in die andere läuft oder ob man dann einfach da startet. Das ist zum Beispiel sowas, was ich mich frage. Ja, wie ich ja diese Viecher hier besiegen soll, aber okay. Ja. Das waren jetzt 1 Minute, also du hast noch einige vor dir. Unglaublich. Unglaublich. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich würde jetzt so zu Dark Souls, ich meine, da kommt jetzt der nächste Gegner, ist eigentlich ganz cool. Obwohl er relativ einfach ist, bin ich echt gespannt. Der müsste als Magier auch wieder relativ einfach werden. Allgemein ist das Gebiet, in dem du gerade bist, so ein bisschen, auch wenn die Gegner gerade dir scheinbar zu geben scheinen. Naja, sie geben mir nicht, es dauert einfach nur 3 Jahre, weil meine Spells halt keinen Schaden machen an denen, ist das Problem. Kannst du nicht einfach jemanden beschwören? Ich kann mal gucken. Du hast doch eben schon gesagt, dass da... Ja, aber ich denke, dass die meisten, die ich beschwöre, in die andere Richtung wollen eigentlich, ne? Ja, gut, dann gehst du halt vor. Ja, und dann werden sie leaven, aber hier ist gerade auch keiner, den ich holen kann. Dann beschwörst du 9. Ja, das verspricht eine spannende Aufnahme zu werden. Ja. Ich dann erstmal das 3 Stunden lang mache. Okay, ersten haben wir down.
Ja, das muss ich jetzt hier in jedem Raum machen. Ja. Wenn ich weiterkommen will. Waren das denn so viele Gegner? Ja, schon. Es sind auf jeder Seite 6 kleine und insgesamt 6 große. Und ich mache ungefähr gar keinen Schaden an ihm. Ja, stimmt. Der Apostillator wird mir vielleicht helfen. Außer er möchte jetzt halt, wie gesagt, zum Boss. Ich hoffe mal nicht, dass er dahin möchte. Das werden wir jetzt feststellen, wenn er gleich einfach wieder geht. Dann wollen wir mal hoffen, dass er dir einfach helfen kann. Ja, wollen wir mal hoffen, dass er nicht einfach direkt weiter möchte, sondern dass er mir tatsächlich hier bei den Gegnern weiterhilft. Aber das scheint er zu tun tatsächlich. Gibt ihm ja auch alle Seelen. Das ist richtig. Hinter der Tür ist übrigens kein großer Gegner zum Glück. Dann nur hinter der nächsten dann wieder. Okay, das Gute ist, dass der einigermaßen viel Schaden macht mit seinem Schwert. Und ich einfach nur ausweichen muss. Okay, hat gerade ganz schön aufs Maul gekriegt. Gut. Den auch down. Wir gehen jetzt mal gerade hier unseren Loot besorgen, damit ich hier nicht noch mal rein muss. Das Problem ist, wenn man einmal verkackt, dann muss man alles quasi von vorne machen, weil die anderen aus den Räumen rausgelaufen kommen. Also wenn man das versaut, dann ja, ist es halt leider so. Nee, gerade, ich war da glaube ich bei meinem Place schon nur einmal gestorben, weil ich halt auch extrem vorsichtig, aber dementsprechend auch extrem lang gebraucht hatte. Ja, also ich habe es bei meinem ersten Mal, bin ich glaube ich ein oder zweimal gestorben. Danach nicht mehr, aber weil ich es danach einfach mit meinem Equipment hart abused habe und das hier tatsächlich meine Stelle ist, wo man als Magier einfach nicht so gut klarkommt. Weil meine Spells hier zu wenig Schaden machen einfach. Ring des königlichen Soldaten. So, jetzt haben wir schon gesehen, ist hier das Licht angegangen, weil einer der Golems hier gestorben, beziehungsweise mit einer Seele ausgerüstet wurde. Der macht aber auch viel Schaden hier, der Typ. Geht schon gut klar mit dem. Hast du den richtigen gefunden? Ja, mal gucken, wie lange der da bleibt. Oh Gott. Erstmal in den Boden casten. Das Problem ist halt, in diesen engen Räumen zu kämpfen. Normalerweise als normaler Schwertkämpfer in dem Sinne alles gar kein Problem. Als Zauberer eher nicht so cool, weil man einfach nicht genug Platz hat, um seine Spells richtig zu aimen. Ja, gerade weil man den Dicken echt gut ausweichen kann. So. Sehr nett von ihm, dass er mir geholfen hat. Jetzt können wir weitergehen. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe und dann einfach nicht nochmal das neu machen muss. Dass ich mir einfach so alles da holen kann. Weil die bleiben zum Glück dann ja auch so lange tot, bis ich sterbe halt oder bis ich an dem Bonfire raste. Also halt mich einfach davon ab, hier das nächste Bonfire zu setzen. Wenn ich erwähnen sollte, ziehe ich einen näher. Weil das wäre extrem uncool. Die Kameraden hier sind alle versteinert, tun mir nichts, also die kann man auch zwar angreifen, aber die reagieren einfach nicht. Das hier ist so ein Säurebrei, was wieder meine Ausrüstung kaputt machen würde. Jetzt sind wir draußen mit einer ziemlich coolen Aussicht über die Treppe, die wir vorhin hochgekommen sind, da unten. Und hier ist ein sehr gemeiner Raum. Ich versuch's einfach mal damit durchrennen, werde aber wahrscheinlich vergiftet werden. Ja, wurde ich auch. Unglaublich.
erstmal direkt was benutzen. Hatte ich da Resi oder warum wurde ich dann nicht vergiftet? Du hast ein Schild. Stimmt. Möchte ich mal so gerade anmerken. Stimmt. Das ist so ein Luxus, den ich mir hier auf dem Charakter nicht gönne. Weil ich bin da auch durchgerannt, oder? Also mit Schild ist der Raum jedenfalls sehr viel einfacher. Weißt du, dass ich gerade wegen der scheiß Mobs da unten nicht die Items darin eingesammelt habe? Da ist eigentlich nur ein Item drin, das ist glaube ich Twinkling Titanite oder so ein Drachenknochen, ich bin mir nicht mehr sicher, was von beiden. Oder ja, auf jeden Fall habe ich das Ding nicht eingesammelt. Also wenn die hier einmal zuschlagen, dann können sie danach relativ einfach töten. Er hat den anderen gerade getötet. Hier drüben sehen wir ein Bild von der Königin, die leicht schwanger aussieht. Wenn man sich dem Bild übrigens nähert, wird man gecursed. Ist also nicht so empfehlenswert, sich da neben zu stellen. So. Und jetzt sollten wir eigentlich gleich invaded werden. Da werden wir es auch schon. Der namenlose Thronräuber. Ich hoffe, ich kriege den gerade kurz ins Bild, bevor unser Kumpel hier den kaputt macht. Oder kommt er überhaupt? Wo ist der Thronräuber hin? Schon tot. Wobei, dann hätte er gestanden. Nee, er steht hier. Beziehungsweise sie. Ja, ich habe gesagt, dass ein NPC so ein bisschen wieder so eine falsche Person ist. Da haben wir sie gesehen. Die uns erst Miracles verkaufen möchte und ja, uns dann invaded für unsere Seelen scheinbar. Nicht nett sowas. Ich mach kurz das Bonfire auf, werde aber nicht dran resten. Du kannst sagen, nicht resten bitte. Kann ich sowieso gerade nicht, weil ja noch stimmt. Der Kumpel hier ist. So, einmal angezündet. Auch da hole ich mir die Items dann gleich. Ist er jetzt gerade da runtergesprungen? Kommt er wieder? Ja, ich glaube, er wusste gar nicht, dass das da ist, weil er so sehr verwundert davor stand gerade. Das ist auch eins der Bonfire, die etwas härter zu finden sind. So, da hinten haben wir die Königin, mit der ich mich allerdings auch erst gleich unterhalten werde. Und wir erstmal den Boss machen, sonst muss ja der gute Mann so lange warten. Erstmal einen Schluck trinken. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. Ja, die Drachenreiter sind zurück. Und diesmal sind es zwei. Den einen sieht man jetzt gerade noch nicht, aber ich kann versprechen, dass er da ist. Und der gerade mit Pfeilen von hinten auf mich schießt, was nicht so ganz nett ist. Aua, jetzt haut mich der andere auch noch wieder. Ja. Das ist alles nicht so cool, aber der andere ist jetzt auch unten. Ich muss mir leider ein bisschen aufpassen, sonst bin ich mich gleich tot. Das wäre schlecht. Das Gute ist, der Fernkämpfer von beiden hat nicht wirklich viel HP, also der stirbt relativ fix. Ist auf jeden Fall gestunt und das war's. Praise the Sun, Apostolator, die Münze hast du dir auf jeden Fall verdient. Besten Dank nochmal. Einige Zeit gespart. Ja, ich mir einiges an Zeit und Nerven gespart. Sonnenlichtmedaille. So, wir gehen nochmal zum nächsten Bonfire, was ich anzünden werde. Da sitzt auch schon Ben Hart. Aber erstmal hole ich jetzt gerade die ganzen Sachen, die ich holen wollte.
und rede mit der Königin. Wie hieß eigentlich nochmal hier die Gute, die uns die Miracles verkauft hat? Hast du schon nachgeschaut? Die Miracles? Mhm. Genau die. Gute Frage. Ich hab's auch nicht mit Namen. Ja, deswegen solltest du es ja nachschauen. Ich würde aber noch mal weiter hier ein paar Treasures. Ja, du kannst mich da nicht treffen von da aus, mein Freund. Das ist doch gut so. Und so viele NPCs gibt's eigentlich nicht. Nee, ich bin am Suchen gerade. Ich gehe mal. Lysia. Lysia, genau. Oh, Lysia. Das ist diejenige, die halt, ja, ein bisschen falsches Spiel betreibt. Ja, vergiftet ist okay. Jetzt dann das Titanit mitgenommen. Ah ja, und mich vercasten. Und ja, die wird uns nochmal besuchen kommen. Und das wird dann aber das letzte Mal sein. Aber scheinbar hat sie hier vor, den Thron für sich selbst zu beanspruchen, hinter dem wir her sind. So, gehen wir mal zur Königin. Da hinten sitzt sie. Ganz herrschaftlich auf ihrem Thron. Und ja, wir sprechen aber mal mit ihr. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two rulers. Ja, also wir haben keine Verwendung für zwei Herrscher und er hat den wahren Thron nie bestiegen. Das heißt, sie ist wohl nicht so ganz einverstanden mit dem, was Vendrick dann gemacht hat. Hier in diesem Raum, der eigentlich ein bisschen aussieht wie so ein Thronsaal, ist übrigens nicht der Thron, der gemeint ist. Und das war auch nicht der einer von den beiden, die unten standen. So viel können wir schon mal verraten. Sondern es geht um den, ja, Throne of Want heißt es im Englischen. Aber vorher quatschen wir erstmal mit Ben Hart, der hier rumchillt. Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. Legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword, it's been in my family for generations, and only a real man can wield it true. I may face any manner of man or beast, but none shall be a match for my sword. This land is a right mess, eh? King's gone. The people have a mad glint in their eyes. The land itself is overrun by terrible beasts. No better place to test my sword, eh? This land is a
Ja, das waren sozusagen die abschließenden Worte von Benhard, dass das Land hier absolut im Chaos liegt und er sich da eigentlich ganz gut drüber freut. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann.